Millionen Menschen in Deutschland trinken leidenschaftlich gerne Kaffee. Ich unter anderem auch, doch die wenigsten Menschen wissen, wieso Kaffee überhaupt dafür sorgt, dass wir länger wach bleiben können, beziehungsweise das Koffein in dem Kaffee. Und das möchte ich dir heute mit einfachen Worten und in ganz kurzer Zeit einmal mit auf den Weg geben, sodass du vielleicht beim nächsten Kaffeetrinken mit Familie oder Freunden mit diesem Wissen glänzen kannst. Um verstehen zu können, wie das Koffein überhaupt wirkt, muss man sich erst einmal anschauen, wieso wir überhaupt im Verlauf des Tages und mit anhaltender Wachheit irgendwann müde werden. Und diese Müdigkeit kommt unter anderem dadurch zustande, dass der Körper, sobald wir morgens aufwachen, permanent damit beschäftigt ist, einen gewissen chemischen Stoff, auch genannt Adenosin, zu produzieren. Und dieses Adenosin, je mehr wir davon haben, desto müder werden wir. Dieses Adenosin lässt uns also müde werden. Doch es hat einen Gegenspieler bzw. Konkurrenten um die Plätze im Gehirn, wo dieser chemische Stoff sich eben andockt und uns dann müde werden lässt. Und da tippt ihr schon ganz richtig, das ist das Koffein. Kaum ist der Kaffee getrunken, eine halbe Stunde später entfaltet er die volle Wirksamkeit, strömt dieses Koffein in rasender Geschwindigkeit an diese Andockstellen im Gehirn und sagt zu den Adenosin-Chemiestoffen: Edgy Badge, ich bin jetzt hier, du kommst hier nicht mehr dran. Und das Adenosin, was soll es anderes machen, steht jetzt beleidigt in der Warteschlange und kann nur darauf warten, dass sich das Koffein wieder verzieht. Denn das passiert natürlich irgendwann. Und wenn das erstmal geschehen ist, hat sich im Laufe dieser Zeit natürlich weiteres Adenosin gebildet. Denn der Körper hört nicht damit auf, das Adenosin zu produzieren. Das heißt, wir haben jetzt auf der einen Seite die blockierten Rezeptoren, wo das Adenosin nicht dran kann, weil das Koffein eben dran sitzt. Und auf der anderen Seite aber einen Überschuss, kann man sagen, an Adenosin. Es wird die ganze Zeit weiter produziert und häuft sich an. Und diese Situation, dieses Szenario ist natürlich langfristig nicht so zu halten. Das heißt, sobald sich das Koffein irgendwann wieder verdünnisiert hat, strömt das Adenosin an die Rezeptoren mehr als je zuvor und macht uns dann besonders müde. Vielleicht kennt ihr selber dieses Phänomen auch. Das heißt, ihr seid müde, trinkt einen Kaffee, der Kaffee pusht euch. Aber sobald die Wirkung verflogen ist, werdet ihr umso müder. Eine spannende letzte Information habe ich noch für dich. Und zwar geht es einmal um die Halbwertszeit des Kaffees bzw. des Koffeins. Halbwertszeit beschreibt die Zeit, die der Körper benötigt, um 50% des Koffeins wieder aus dem Körper herauszubekommen. Und diese Zeit, schnallt euch an, ist relativ lang beim Kaffee und beträgt 5 bis 7 Stunden im Durchschnitt. Das heißt, das muss man sich mal vor Augen halten, wenn ihr um 18 Uhr noch einen Kaffee trinkt und dann 6 Stunden weiterschaut, das heißt, dann haben wir schon Mitternacht, dann habt ihr immer noch 50% des Koffeins in eurem Körper. Da braucht man sich nicht zu wundern, wenn man Einschlafprobleme hat. Falls dir das Video gefallen hat und du genauso gerne Kaffee trinkst wie ich, dann lass mir gerne ein Like unter dem Video da, einen Kommentar. Und wenn du meinen Kanal abonnieren würdest, würdest du mir damit eine riesengroße Freude machen. Bleib auf jeden Fall gesund, genieß weiterhin deinen Kaffee und wir sehen uns beim nächsten Video.